Ja, hallo und herzlich willkommen. Herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Genau, wir befinden uns bei uns in unserem Ankleidezimmer und wir wollen heute bei uns in dem Zimmer ein bisschen Ordnung wieder machen und ein bisschen ja, den ganzen Staub entfernen, weil wir hatten ja im Flur ziemlich viel Dreck gemacht. Also das war ja sehr staubig und obwohl wir die ganze Zeit die Tür zu hatten, ist hier jetzt alles vollgestaubt. Ja. Und da wollen wir mal alles wieder ein bisschen sauber machen. Und in dem Zuge wollen wir auch mal unsere Klamotten aussortieren. Weil ich habe echt so viele Klamotten, die ich einfach gar nicht trage, wo ich eigentlich immer denke, das ist zu schade, um das wegzuschmeißen. Aber das wird ja auch nicht besser, wenn es jetzt hier liegt. Und wir hatten schon mal so eine Aktion gemacht, wo wir ziemlich viele Klamotten aussortiert hatten. Und die, ja, die hatten wir Mütterzentrum oder so Ja, gespendet. genau. Ja, Ja. hier. Und ja. Dieses Mal wollen wir vielleicht noch ein bisschen mehr aussortieren, also ich zumindestens, weil für mich ist es einfach mehr Belastung, wenn ich so viele Klamotten habe. Und das einfach zu wissen, dass ich so viele Sachen habe, die ich eigentlich gar Genau. nicht nutze, das ist irgendwie Es nicht ist so ja schön. eh immer so, also bei mir war es immer so, wenn ich aussortiert habe, dann habe ich mir immer so einen Haufen gemacht, oh doch, das könnte ich eigentlich noch anziehen, das sieht noch schön aus. Und diese ganzen Sachen, die ich dann wieder eingeräumt habe, die habe ich seitdem nie wieder getragen. Und deshalb kommt das jetzt auch mal weg, weil man sagt es zwar immer oder man hofft es noch, Ja. dass man es nochmal trägt, aber es kommt eh nicht mehr zum Einsatz. Und deshalb wird heute mal knallhart aussortiert und hier ist auch alles ziemlich voll. Wir sind froh, wenn wir mal wieder ein paar Genau. Kleiderbügel frei haben. Und ja, genau, da werden wir jetzt loslegen. Und zuerst werden wir hier jetzt einmal den Boden durchsaugen Grundsanierung. und die Wollmäuse entfernen. Okay. Ja, let's go! Jo. Wir haben jetzt erstmal unsere ganzen Klamotten beiseite geschoben, also beziehungsweise die Ständer mit den Klamotten. Und jetzt kommen wir gut an unsere Fenster dran. Jetzt werden wir die gleich noch putzen. Ja, und Jana ist hier hinten schon fleißig wieder am Posten. Und ja, weiter geht's. Richtig schönes Lied habe ich gefunden. Gelesen, dass, also wir haben mal sonst Glasreiniger genommen und im Internet stand, dass man angeblich noch nicht mal einen Glasreiniger bräuchte und Jan hat unseren Glasreiniger irgendwo wieder verlegt. Ich weiß nicht, Ja, ich wo wieder, der ist ist. klar. Ja. Und deswegen habe ich jetzt einfach nur Spüli und warmes Wasser genommen. Und Und man sieht richtig sauber die guckt euch das Fenster. an. Das ist doch grandios. Ja, da sind einfach richtige Seifenrückstände drauf. Seifenblasen. Seifenblasen. Auch was Schönes. Ja, wir sind gerade mittendrin in unserem Chaos und wie man sieht, ich bin vollgeladen. Ich mache das jetzt immer so, dass ich die Sachen, wo ich mir denke, okay, die hast du schon lange nicht mehr angehabt, die ziehe ich nochmal an, stelle mich dann da vorne vor den Spiegel und gucke mir das dann nochmal an. Aber ich habe ein extremes Problem, mich von den Sachen zu trennen. Also Max' Stapel, der ist gefühlt schon so hoch und mein Stapel, ja. Der ist ganz, ganz mini. Auf jeden Fall, ja, mal schauen, was dabei rumkommt. Und wir werden jetzt noch ein bisschen weitermachen. Wir haben jetzt erstmal angefangen hier, die Sachen, die auf den Kleiderstangen hängen, die biegen sich ja teilweise auch schon durch, da jetzt so ein bisschen auszusortieren. Und dann werde ich gleich weitermachen hier an den seitlichen Fächern. Da sind dann meine Hosen vorne drin. Und ich denke, da kann ich auch noch eine ganze Menge aussortieren. Ja. Ich
habe jetzt schon ziemlich viele Klamotten aussortiert. Bei mir klappt das heute echt sehr gut. Wir haben das ja schon öfter gemacht. Da war das bei mir auch sehr, sehr schwer. Aber heute, ja, erstaunlicherweise klappt das richtig gut. Ja, ich habe mich ja jetzt schon ein bisschen länger damit beschäftigt. Und ja, wie ich das schon erwähnt hatte, für mich ist das eigentlich mehr Belastung, wenn ich mehrere Klamotten hier habe und die alle nicht trage. Und meine ganzen Klamotten, die mir eigentlich gut gefallen, die ich aber eigentlich nie trage, oder die ich nie trage, die habe ich jetzt alle trotzdem aussortiert. Und ja, ist auf jeden Fall schon gut was zusammengekommen. Aber ich könnte auf jeden Fall bestimmt nochmal das Doppelte davon aussortieren. Aber das hebe ich mir dann einfach fürs nächste Mal auf. Und ja, Schritt für Schritt wird das auf jeden Fall besser bei mir. Und bei Tiana, das kriegen wir auch noch hin, ne? Und wie fühlst du dich jetzt so? Ja, ich fühle mich mega. Ist einfach Hammer, erleichtert. Es ist einfach so der Stein. Ja, wow, du bist klasse. Thank you. Eine Ewigkeit später. Ja. Wir sind ready. Wir haben es gerockt, wir haben es geschafft. Ja, es hat jetzt super lange gedauert. Wir waren ja wirklich, weiß ich nicht, jetzt 4 Stunden oder so? Bestimmt, oder? Ich weiß nicht. Also ich schätze mal so 4 Stunden ungefähr haben wir hier jetzt unsere komplette Kleidung aussortiert und alles auf den Kopf gestellt. Ja. Es ist aber auch ganz schön was bei rumgekommen. Also am Anfang habe ich mich super schwer getan, aber dann fiel es mir doch relativ leicht. Ja, am Anfang hatte ich echt noch richtig viel gehabt. Da dachte ich so, oh, bei Tiana klappt das ja nicht so gut. Aber sie hat auf jeden Fall aufgeholt und ich würde sagen, du hast auch gewonnen. Ja. Ja. Das sind sehr, sehr viele Sachen. Und ich habe auch super viele Hosen aussortiert, weil Hosen ist bei mir immer so ein kleiner Struggle. Ich finde, das ist total schwierig, gute Hosen zu finden, die super passen und die auch bequem sind. Und dann sind da bei mir immer so ganz viele Frustkäufer dabei. Dann denke ich, ach ja, die geht ja. Und dann ziehe ich die noch einmal nach dem Kaufen an. Und dann landet sie irgendwo in der Ecke. Also im Schrank ganz hinten und genau, dann weiß ich gar nicht mehr, dass ich sie habe. Und jetzt habe ich einfach 9 Hosen insgesamt aussortiert, weil die mir irgendwie alle nicht mehr so vom Schnitt gefallen haben oder sie haben nicht mehr so gut gepasst, also irgendwas war immer. Aber gut. Wir haben es geschafft. Yes. Und wir hatten jetzt gerade die ganze Zeit ja hier oben aufgeräumt und dann auf einmal hat es geklingelt und da war vor der Tür ein Kuchen von meiner Mama. Und den werden wir jetzt essen. Yes. Und dann machen wir eine kleine Kaffeepause. Und dann wolltest du noch ein bisschen basteln, ne? Genau, dann mache ich noch mein Makramee-Untersetzer weiter. Davon haben wir jetzt schon 4 Stück, glaube ich, gemacht. Ich glaube schon, ja. Und den mache ich einfach nebenbei noch so ein bisschen weiter. Und danach werde ich dann, glaube ich, mit meiner Freundin noch Sport machen. Pumpen. Genau, pumpen. Wir machen unser tägliches Pamela-Workout und... Ja, Max das auch schneidet wieder. Das Video, würde ich sagen, ne? Genau. Ciao, ciao. Ciao, ciao. So, wir haben jetzt uns rausgesetzt und genießen jetzt die schönen Sonnenstrahlen. Okay, jetzt gerade sind sie leider nicht vorhanden, aber eben gerade haben sie echt ein bisschen geschienen. Und ja, jetzt essen wir den Kuchen hier. Es gibt einmal Haselnuss und einmal Rhabarber. Schmeckt beides sehr, sehr lecker. Rhabarber haben wir vorhin schon probiert. Mhm. Und ich werde jetzt gleich mal mein Makramee rausholen und werde dann da weitermachen und werde euch so ein bisschen versuchen zu erklären, wie das geht. Ich bin nämlich gerade dabei, die Untersetzer zu machen. Und ja. Max hat seinen Teller natürlich schon wieder aufgegessen, ist klar. Kein Krümel lässt er über. Hast du noch einen Krümel? Ja. Ich gebe dir was ab, Sterni. Ja, komm schon. So.
So, den Anfang haben wir schon. Das zeige ich irgendwann nochmal separat, entweder auf Instagram in meiner Story oder in einem separaten Video. Nur für Macramé. Ja, das würde jetzt einfach zu lange dauern, wenn ich das jetzt nochmal von vorne mache. Auf jeden Fall werde ich jetzt hier, also ich habe einen langen Faden, das ist mein Leitfaden, und die anderen, die hier drumherum sind, das sind meine Arbeitsfäden. Die habe ich nach und nach immer aufgestockt und immer mehr dazwischen gemacht. Und diesen Leitfaden legt man einfach über den nächsten Arbeitsfaden, der links liegt, und dann macht man darauf einfach so zwei Knoten. Ja, und das geht halt immer so weiter. Jetzt habt ihr wieder den Arbeitsfaden, nee, den Leitfaden, und legt ihn wieder über den nächsten Arbeitsfaden und dann wieder zwei Knoten. Am besten den Leitfaden immer so straff halten und nur den Arbeitsfaden dann hochziehen und schön randrücken. Das muss auch alles schön straff sein, nur nicht zu fest ziehen. Diesen Fehler habe ich am Anfang gemacht. Und da ist dann meine kleine Schmuckschüssel entstanden. Also wenn ihr eine Schmuckschale machen wollt, dann einfach etwas fester ziehen, dann wölbt es sich von ganz alleine so hoch. Ja, und wenn jetzt in diesem Fall, da seht ihr, der Abstand ist ganz schön groß geworden. Und damit keine Lücken entstehen, setzen wir jetzt einen neuen Faden ein. Der Faden muss jetzt auch nicht mehr so lang sein wie die anderen Fäden, weil wir ja jetzt schon etwas weiter fortgeschritten sind und nicht mehr so viel Band benötigen. So, achso, das war jetzt vielleicht ein bisschen schnell. Einfach hier den da drunter legen, dann die beiden Fäden durchstecken und hier so rumziehen und dann festziehen und da dran. Und mit dem eingesetzten Faden macht ihr jetzt gar nichts weiter. Einfach zur Seite legen und dann nehmt ihr euch wie gewohnt wieder den nächsten von links. Und das geht jetzt immer so weiter. Und das mit der Lücke, das bestimmt man halt einfach nach Gefühl. Ja, das braucht ein bisschen Übung, aber eigentlich, wenn man es dann verstanden hat, dann geht es von ganz alleine. Wir hoffen, unser kleines Video hat euch gefallen. Heute mal ein super spontanes Video. Man könnte fast sagen, wir waren live, oder? Wir waren live. Nee, nicht ganz. Aber wir haben heute über den ganzen, wir haben heute über den ganzen Sonntag die Kamera mitgenommen. Und jetzt wird Max sich an den Computer setzen, das Video schneiden. Und danach wird es auch schon online gehen. Ja. Wir hoffen, es hat euch trotzdem gefallen. Wir hatten es eigentlich alles etwas anders geplant. Aber ja, ja, genau. Jetzt ist es halt so gekommen. Und ja, wir hoffen, es hat euch trotzdem gefallen. Ja, wir hatten die Woche über sehr viel zu tun, hatten auch die anderen Videos ein bisschen weitergebracht. Dadurch, dass wir im Flur da ja immer noch was machen, da kommt ja auch nochmal ein separates Video zu. Dann hatten wir jetzt noch so eine Kommode angefangen, wo wir auch ein separates Video drüber machen wollen. Und ja, wir hoffen, es hat euch gefallen und wir sehen uns ganz bald wieder. Und wünschen euch noch einen schönen Sonntag oder ja, generell morgen auch einen schönen Start in die neue Woche. Ciao, ciao. Bis dann.